So, ihr Lieben, heute muss es schnell gehen. Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Wir machen Tortillas. Die Tortillas, die machen wir hier im Multidampfgarer. Oberhitze, Unterhitze. Das kann man in jedem Ofen zu Hause auch machen. Ich habe hier einen Multidampfgarer. Verwende aber ganz normale Ober-Unterhitze. Vorgeheizt auf 150 Grad. Ich habe hier Isidoclean-Blech, da bleibt nichts kleben, auch wenn man mit Käse arbeitet, ganz eine tolle Sache. Also 150 Grad vorgeheizt. Wir machen uns jetzt als Vorspeise eine Tortilla mit Lachs. Da haben wir ein bisschen Sauerrahm angerührt mit einem Saiblingskaviar und da werden wir ein bisschen einen Crème drauf geben, eventuell auch vom Salat ein bisschen was. Die Hauptspeise wird eine Tortilla mit Guacamole, Schweinefleisch und auch diesem Salat und Käse natürlich, den habe ich in die falsche Reihe gestellt, der Käse gehört hierher, ja. Und als Nachspeise gibt es dann etwas Süßes, da haben wir eine Nougat-Creme von einem berühmten Nutella-Hersteller, wo ich die Marke nicht nennen will, und da geben wir Früchte drauf, das wird dann gefaltet und dann haben meine Frau und ich ein wunderbares Essen. Schatz, der Finger vorne. Ist er nicht da? Sehr gut. So, dann legen wir gleich los. Da tun wir auf Nein, weil der will immer die Kamera einschalten. So, und jetzt schaut's her, Schatz, komm her. Was habe ich gemacht? Ich habe die Tortillas ab der Mitte so eingeschnitten. Jetzt legen wir uns die ersten zwei mal her. So, das darf ruhig ein paar Minuten dauern. Und jetzt gehen wir gleich einmal, weil das am längsten braucht. Gehen wir da, das wird für die Hauptspeise. Hörst du, da magst du beim Fisch auch ein bisschen Käse? Keine Ahnung. Mich hat auf jedes Viertel geteilt. Aha. Habe alles verstanden. Dann machen wir es so. So. Ganz kurz rein. So magst du das also. Also, alles klar. Dann gebe ich aber das Fleisch auch da gleich dazu. Du willst das geviertelt haben. Mhm. So kriegst du das natürlich, mein Schatz. So. Mhm. Gesalzen, gepfeffert, Chili. Das da drinnen. Salat geben wir nachher dazu. Jetzt lassen wir das kurz einmal eine Minute. Ich habe da bei den Tortillas, die kaufe ich einfach im Supermarkt. Ganz gewöhnliche Tortillas. Das essen wir ab und zu ganz gerne. Beim Lachs, da habe ich die Leute, die aus Barzell zuschauen. Viele sind es eh nicht, aber die, die zuschauen, zumindest dieser ganz toller Räucherlachs. Und zwar gibt es den bei uns beim Arena-Wirt Naderer. Ihr wisst es, die Arena-Sportstätte, Restaurant. Der macht einen der besten Räucherlachs, die ich jemals gegessen habe. Und preisgünstig ist er außerdem. So, jetzt schauen wir uns das an. Jetzt soll es dann schnell gehen. Das wird schon passen. Da lege ich dann für die Nachspeise das auch schon rein. Passt perfekt. So, jetzt geht's los. Dann gehen wir da noch ein bisschen Salat drüber. Der ist ungewürzt, Essig, ohne allem. Und dann darf bei einer Tortilla natürlich eine Guacamole nicht fehlen. So, jetzt schaut es gleich her. Schatz, ist es gut so? Perfekt. Perfekt. Und jetzt drehen wir das ein. Zack. Noch einmal. So, und die erste ist schon fertig. Wenn sowas passiert, dann muss man das sofort essen. So, das geben wir rein. Schaut's her, Nummer 1. Jetzt machen wir hier gleich die zweite. Heute haben wir noch ein bisschen Bautschat, gut, Schatz. Tortilla mit super Lachs. Aus Barzell. Ich bin sicher, der wird gefangen in Kettenbach, der bei uns
ja, durchfließt. Schaut her, dann nehmen wir da. Das ist einfacher Sauerrahm. Ihr könnt da natürlich variieren mit den Zutaten, ihr wisst es. Da gibt es keine Vorschriften. Und ich gebe auch ein bisschen an Krein drauf. Meerrettich in Deutschland und der Schweiz. Radi ist nicht, nein, Radi ist nicht, da schaut's her. Schön, wenn man abbeißt, hat man die unterschiedlichen Geschmäcker. Und jetzt wird süß. Wie gesagt, schaut, siehst du auf der Kamera, wie viele Minuten wir jetzt haben? 5,41. Unglaublich, schaut her, Vorspeis, Hauptspeis, Nachspeis. Das ist unter 10 Minuten. Die Deutschen und Schweizer wissen ja, dass wir Österreicher, das wissen sie aus dem Skisport, immer vor euch liegen. Und jetzt seht ihr das, dass wir das auch natürlich beim Kochen so machen. So. Und wisst ihr was? Ich pick das einfach drauf. Na, schaut's her. Machen wir mal hier noch die Bananen. So. Da machen wir noch Beeren. Und das schlagen wir jetzt in die andere Richtung. Das ist das Gesündeste jetzt. Und jetzt, ups, ihr Lieben, sind wir gleich fertig. So, auch hier, Beeren, gemischte Beeren, Bananen unten. Nougat-Creme, und jetzt schaut's her. Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Das geben wir jetzt noch. 2 Minuten ganz genau, lasse ich das jetzt noch durchziehen, damit es schön die Wärme hält. Schatz, welche Zeit haben wir dann drauf? In 2 Minuten haben wir dann 29. Keine 10 Minuten. 3 Gänge für 2 Personen. Tortillas aus dem Multidampfgarer. Wie am Foodtruck. So schnell muss das hier gehen. Meine Frau hat gesagt, ein Foodtruck, was willst du jetzt mit dem Foodtruck? Die hat Angst gehabt, dass ich so einen kaufe, obwohl ich mir eh nicht leisten kann. Aber ihr wisst ja, wie die Frauen sind. Also, 2 Minuten bleibt es jetzt noch drinnen. Ihr Lieben, Gerry kocht. Das Beste ganz einfach. Kocht es noch, lasst es euch schmecken.